In diesem Video geht es um das sogenannte Hooke'sche Gesetz. Das Gesetz wurde nach dem britischen Naturwissenschaftler Robert Hooke benannt. Dieser lebte von 1635 bis 1702. Gerne hätte ich ihn gezeichnet, aber man findet kein Abbild von ihm im Internet. Also ja, geht es an dieser Stelle nicht. Das Hooke'sche Gesetz besagt Folgendes: In einem reversiblen Bereich ist die Ausdehnung Delta L einer Feder proportional zu der auf die Feder wirkende Kraft, und diese Kraft bezeichnen wir mit F Feder. Dieser Satz lässt sich mit Formeln ausdrucken, das heißt, es gilt, F Feder ist gleich minus groß D multipliziert mit Delta L. Und dann fragen wir uns natürlich, was dieses D ist. D ist die sogenannte Federkonstante, und gemessen wird diese Konstante mit der Einheit Newton pro Meter. Das D ist einfach eine Eigenschaft einer Feder. Es sagt einfach, welche Federkraft wirkt, wenn wir die Federlänge um eine bestimmte Strecke verringern oder vergrößern, je nachdem, ob wir die Feder zusammenziehen oder auseinanderziehen. Dass das Hooke'sche Gesetz eine vernünftige Sache ist, lässt sich in einem Experiment gut darstellen. Für dieses Experiment brauchen wir eine Feder, die wir jetzt an einem Stativ befestigen, und dann messen wir die Länge der Feder. Es gibt jetzt keine Vorgabe, wie man das messen soll. Ich mache mir das Leben in dem Sinne einfach, dass ich bei der Feder den ersten Ring nehme und dann den letzten, und von dem ersten bis zu dem letzten Ring, das ist jetzt die Strecke, die ich als die Federlänge bezeichne. Der Grund ist, den ersten und letzten Ring kann man ziemlich gut identifizieren, und auch ganz gut lässt sich an diesen Stellen ein Linear oder ein Maßband platzieren. Im nächsten Schritt hängen wir an diese Feder eine Masse M dran, und aufgrund dieser Masse wirkt jetzt eine Kraft, und zwar die Schwerkraft, die wir mit Hilfe der Formel Fg ist gleich die Masse mal den Ortsfaktor auch berechnen können. Das ist jetzt die Schwerkraft. Nach dem dritten Newtonschen Gesetz, Aktio gleich Reaktio, muss diese Kraft von der Feder irgendwie ausgeglichen werden. Diese Kraft muss ja entgegengesetzt werden, und die Pfeile müssen ja gleich lang sein, damit wir jetzt ein Kräftegleichgewicht haben. Und diese entgegengesetzte Kraft, die deshalb da ist, weil wir jetzt die Feder auseinandergezogen haben, das ist die Federkraft. Und auch diese Feder können wir jetzt vermessen. So, diese Strecke von dem ersten bis zu dem letzten Ring ist jetzt eine neue Länge von der Feder. Und diese setze ich jetzt wiederum aus Teilstrecken zusammen. Und zwar haben wir einmal die ursprüngliche Länge der Feder. Das habe ich mit L0 bezeichnet. Und da fehlt noch eine Strecke. Diese Strecke ist dann die Ausdehnung. Das ist diese Strecke, um die unsere Feder länger geworden ist. Und mit einem ganz einfachen mathematischen Mitteln kann man jetzt Delta L berechnen. Wir messen einmal die ausgedehnte Feder, die Länge L, und ziehen davon die ursprüngliche Länge ab und können die Ausdehnung berechnen. Also Delta L ist L minus L0. Das Ganze kann man dann für verschiedene Massen in einem Experiment bestimmen. Dann die Kräfte
ausrechnen. Wie gesagt, die Federkraft ist das Negative von der Schwerkraft. Das können wir jetzt auch noch notieren. Und dann kann man ein Experiment durchführen, wo wir die jeweiligen Längen vermessen, dann die jeweiligen Ausdehnungen ausrechnen, wirkende Kräfte ausrechnen und so weiter. Und aus diesen Daten sieht man, dass wir an das Hooke'sche Gesetz ohne Probleme glauben können.